Was geht's? Verstanden. Hast du da irgendwie ein Drehleiterfahrzeug hochgeschickt? Nein. Ja. Kann ich aber eben. Bin dabei. Jetzt brauchst du nicht. Alles klar. Zwischen da? Ach. Aha, der Herr probiert es jetzt auch mit dem Rettungshelikopter. In Ordnung. Eine Person befindet sich auf dem Balkon des brennenden Gebäudes in Gefahr. Mit dem Helikopter Christoph 1? Wir sollten so schnell wie möglich einsetzen, um sie in Sicherheit zu bringen. Du weißt die Christoph 1, sagte das was? Die Bezeichnung? Ja. Ist ja Deutschlands bekanntester Rettungshubschrauber. Christoph 5? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Bin bereit. Ist in Arbeit. Du kannst ein Dings da wegfahren, dein Notarzt. Was für ein Notarzt? Bin bereit. Wird erledigt. Gut. Dann. Wieso gehst du da. Nein, ich frag gar nicht erst. Ich frag gar nicht erst. Nein, 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 nein. Weil da bekommt man ganz schnell Kopfhauer von. Bin bereit. Warum da jetzt ein Notarzt unten Ding steht? Mhm. Zu Befehl. Damit sich nicht zu viele neuinfizieren. Ah ja. Wie gesagt, bekommt man viel zu viel Kopfhauer für. Mhm. Höre. Ist in Arbeit. Tschüss, Heli. Verkehrsunfall. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Ja. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Ach ja, Rüstbank. Zu Befehl. Wird erledigt. So. Wird jetzt die Person jetzt auch endlich mal aus dem Powerhouse befreit? Nein, du musst doch so eine doofe Idee. Die Person aus dem Rettungs aus dem Hochhaus rausholen? Hm, weiß ich nicht. Das ist eine scheiß Idee. Ja. Und ich brauche einen Schlepper. Alles klar. Brennende Fahrzeuge müssen erst gelöscht werden, bevor wir sie abtransportieren können. Ja? Jawohl. Ja? Okay. Was geht's? Okay. Wird gemacht. Nach Hause, erwarte Befehle. Wasser. Wird erledigt. Solltest du ja auch so hinkriegen mit deiner großen Spritze. Höre. Und der Notarzt steht wieder mal doof in der Gegend rum. Bin bereit. Okay. Könnt ihr stehen bleiben, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, aber wie gesagt, manche Sachen. Bin dabei. Würde ich wirklich nur nicht mal mehr vom Feature sprechen, das ist wirklich einfach nur ein nervender Bug. Manche Sachen ist wirklich einfach wirklich nur ein absolut nervender Bug. Muss man ganz klar so sagen. Ich weiß, ich mache mir jetzt keine Freunde damit, weiß ich. Aber das ist halt meine Meinung zu dem Spiel momentan. Wird gemacht. Ja. So, und. Ja, vor allem, ey, dann steht da wieder irgendwo ein Fahrzeug, ey, dann. Ach, das ist einfach nur nervig. In Ordnung, ey. Na, also, wie gesagt, ich meine, ich liebe das Spiel. Wirklich. Ey, wir haben genau 96.000 Punkte zusammengekriegt. Wow! Ja? Erwarte Befehle. Verstanden. Na,
ne? Wie gesagt, ich meine, ich liebe das Spiel. Weil solche Sachen sind einfach wirklich nur nervig. Ja? Jawohl. Was geht's? Wird erledigt. Dann würde ich mir das wirklich wünschen, wenn das nochmal in irgendeiner Weise gepatcht wird. Weil so sind das Sachen, gut, kann man mit leben, wenn man, gut, ich meine, wie gesagt, also man kann damit leben, dass der Notarzt halt sich doch ein bisschen länger Zeit lässt, versucht sich aber dann trotz allem selbst in irgendeiner Weise sich darum zu kümmern. Der Rettungstransportwagen bringt das aber Opfer zur Krankenstation in der Basis. Prinzipiell würde ich schon sagen, ja. Es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön, aber gut. Man kann es nicht ändern. Ja, genau. Heiz da einfach durch. Ich glaube, mein... mal wieder so einiges festgefahren. Ja. Alter. Hey, da kriegst du noch einfach einen an der Klatsche, oder? Ja, ich bin gerade live dabei. Oh Mann. Ja, aber wenn man sowas sieht, also das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, ja. Muss man sich wirklich fragen, lache ich jetzt? Oder weine ich? Wie gesagt, ich will... Ich sag wirklich, okay, das ist wirklich ein schönes Spiel. Aber leider... Es ist auch in vielen Details ja wirklich liebevoll gemacht und ja, so weiter. Ja, auf jeden Fall. Aber manche Sachen, doch, die sind nervig. Sind einfach nur super, super nervig. Ich meine, dass du da jetzt transparent durchheizen kannst, das war jetzt schon ein Vorteil. Ja, das ist einer der Vorteile, wo ich das auch sagen würde, okay, das ist wirklich eine gute Idee, weil ich kann mich in 2014 dran erinnern, wie sehr wir da geflucht haben. Ja, und dass wir teilweise ja gegenseitig im Weg rumgestanden. Ja. Ich will gar nicht wissen, wo der Sunny-Wagen herkommt. Alter! Der Sunny-Wagen kommt noch von meinem Gebäudebrand. Wir hatten zufälligerweise den gleichen Weg. Ja. Notruf. Brandausbruch. Oh. Ursache unbekannt. Löschen Sie, Achtung, Raubüberfall auf offener Straße. Das Opfer wurde vom Täter angegriffen und verletzt. Es wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Kein Problem. Versorgen Sie das Opfer, nehmen Sie den Täter fest und transportieren Sie ihn ab. Jo. Den ganz, der ganz, ganz, versucht, ganz großen Brandausbruch, den mache halt. Ich. Aha. Einen ganz, ganz großen. Da muss man auf jeden Fall mit drei Autos draufgehen. Sei doch. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Okay. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Ich bin mit dem Helikopter schon unterwegs. Kein Problem. Weil ich wieder irgendwo stecken bleiben. Nein. Oh Mann, ey. Denk dran, da sind ein paar Hochhäuser unterwegs. Nee. Schöne Scheiße. Ey, er hat's geschafft! Verstanden. Er hat's geschafft! Ohne in ein Haus zu fliegen. Cool! Yeah.
Wird gemacht. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz auf ihn. Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, kümmern Sie sich um alle Vorgeschehen. Erwarte Befehle. Verstanden. Ja? Ich will ja jetzt nichts sagen, aber die sind jetzt schon unterwegs. Na, es ist eine Linie, im Prinzip. Ja? Okay. Notruf. Gebäudebrand. Okay, den Ursache Gebäudebrand. Unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände. Ich muss jetzt erst und transportieren mal Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Die Explosion behandeln. Und die Fahrzeuge sind jetzt zwar vor Ort. Ich habe jetzt schon 5 Brände. Kümmerst du dich bitte um den Gebäudebrand? Ja, wenn ich meine Autos finde, mache ich das. Mhm. Stimmt, da fehlt. Ah, nee. Stimmt, den einen Rettung- und Notarztwagen hatte ich ja da platziert gehabt, wegen. Wegen Grippekranken. Stimmt. Ah ja, was gewesen. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Ja, den Gebäudebrand übernehme ich. Mhm. Wir müssten jetzt eigentlich auch schon langsam mal ankommen hier. Ist in Arbeit. Ja, tun sie auch. Mhm. United Industries. Wird gemacht. Aber trotz der ganzen Macken, die das Spiel hat, muss man sagen, es hat ein hohes Suchtpotenzial. Ja, ganz gut. Das Spiel hat ein hohes Suchtpotenzial. Wenn man einmal angefangen hat, will man nicht mehr aufhören. Man will dann einfach wirklich nicht mehr weiter. Man will dann nicht aufhören mit. Sofort. Wir haben Brand. I see it. Achtung! Eine Industrieanlage ist in Brand geraten. Mhm. Giftige Chemikalien. So, ich schick schon hin. Es besteht höchste Kontaminationsgefahr. Die Feuerlöschfahrzeuge sind Brände. Schon unterwegs. Reinigen Sie alle kontaminierten Personen. Wenn nötig, versorgen Sie alle verletzten Opfer und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Boah, ey, an den kommst du wieder nicht dran, wenn ich das richtig sehe. Scheiße. Also wie gesagt, am Löschen, zum Löschen helfe ich dir jetzt dabei. Hey. Ach du Scheiße, ey, wenn du da überhaupt richtig vernünftig hinkommst. Ey. Achtung! Mindestens eine Person vor Ort wurde chemisch kontaminiert. Mhm. Wir müssen diese Personen so schnell wie möglich mit unseren Feuerwehrmännern in ein Dekontaminationsfahrzeug bringen. Dort werden sie gesäubert und entgiftet. Jo. Mach mal. Aber bringt erst was, wenn Brände gelöscht sind. In Ordnung. Okay. So. Rücken wir mal alle gemeinsam mal vor. Alles klar. Und ja, ist gelöscht. Was
hast du denn? Du kommst da doch super dran. Achtung! Eine Industrieanlage ist in Brand geraten. Giftige Nein, ey. Es besteht höchste Kontaminationsgefahr. Nimm dein Conti. Löschen Sie alle Brände. Reinigen Sie alle kontaminierten Personen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, versorgen Sie alle verletzten Opfer und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Also wie gesagt, wenn neue Patches rauskommen, werden wir das definitiv in der nächsten Staffel behandeln. Und ja, dann löschen wir jetzt nochmal den Industriebrand und dann war's das für heute. Auf dieser Map. Und den Taschendiebstahl. Achtung, Taschendiebstahl. Ja, ja. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Komm, den lassen wir festnehmen und abtransportieren. Den lassen wir jetzt laufen, ja. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Wir löschen sofort jetzt noch aufhalten. Mal, jetzt danke, dass du mir dazwischen geredet hast. Wir löschen jetzt nochmal letztendlich. Okay. Das Feuer und. Ja? Okay. Was geht's? Alles klar. Bin bereit. Jawohl. Und in diesem Sinne. Würde ich jetzt einfach sagen. Falls sich die anderen auch entschlossen haben zu löschen. Das war's. Was geht's? Heute von uns. Das war's. Erwarte Befehle, genau. Erwarte Befehle. Kein Problem. Schicken wir jetzt nochmal jetzt nach Hause. Weil aufräumen muss ja sein. Gut, der Helikopter, den kriege ich dann immer raus. Notruf. Ja. Brandausbruch. Interessiert jetzt nicht mehr. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um ist alle weiteren Schäden. So. Oh ja, lass den mal groß werden und das ganze Ding explodieren, dann wird's witzig. Guck mal, oder? Guck mal genau, wo es brennt. Ach, die Chemiefabrik. Das, komm, lass da ein. Ach so. Ach so. Oh. Aber wie auch immer. Ja, ich glaube, wir haben nichts in der Nähe, was das Feuer jetzt wirklich schnell überspringen lässt, also von daher. Doch, da ist genug. Da ist genug drin. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und auch fürs Zusehen für dieses Let's Play von Emergency 2016. Wie gesagt, wenn ein neuer Patch rauskommt, der eventuell einige Verbesserungen beinhaltet, werden wir sie definitiv bei uns auf unserem Kanal präsentieren. Ich bedanke mich recht herzlich beim Spyro. Ein Ding. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit Emergency 2012. Stendern. Tschüss. Ciao.